Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Pflanzen versus Zombies. Wir haben eine neue Blume, wollte ich gerade sagen. Wir haben eine neue Pflanze, und zwar der Eispilz. Und den wollen wir doch gleich mal im nächsten Level ausprobieren, Freunde. Was ist das denn hier? Tanzzombie anzeigen. Was macht denn der? Noch nicht entdeckt. Oh, 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 ich ahne Schlimmes, Freunde. Klack, dich nehmen wir, dich ist, nehmen wir, dich nehmen wir, dich nehmen wir, und wen nehmen wir noch? Und die Bombe. Dann wollen wir mal versuchen, was hinkriegen, Freunde. Oh, sind mir noch gar nicht so viele. Schlafe nur. Ha, fällt mir gleich von Dieter Nuhr ein Spruch ein. Bin im Keller. Ja. Hammer. Bin im Keller. Ja, manchmal bin ich auch nur im Keller. Ja, ihr Kellerkinder. Are coming. Wait. Mein Gehirn kriegst du nicht, weil so viel Gehirn habe ich ja zurzeit nicht. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein bisschen verloren. Unterwegs. Wait. Habt ihr eigentlich, wenn ihr, sag ich mal, die Nachrichten verfolgt, habt ihr auch den das schwere Busunglück bei auf der A4 bei Dresden mitgekriegt? Wo wieder, wer soll es denn anders sein? Ein polnischer Reisebus mal wieder verunglückt ist. Ja, ob der Fahrer jetzt vor Gericht steht. Weil er grob fahrlässig gehandelt hat. Und wie wir alle wissen, ja, man soll jetzt keine Vorurteile über Ausländer ziehen, aber die meisten, ist halt, müssen wir halt auch mal so sehen, ne? Die meisten ausländischen Fahrer werden nach Zeit bezahlt, ja? Ja, müssen sie halt mal ohne Schlaf fahren, ne? Dadurch passieren auch diese schweren Unfälle. Muss man dazu mal sagen, ne? Soll jetzt nicht böser klingen oder so, aber Freunde, es ist einfach so. Ne? Man muss halt sich auch mal an die Pausen halten. Das haben wir damals auch schon bei der Fahrschule beigekriegt, ne? Dass Pausen wichtig sind. Wenn man es nicht anhält, sieht man ja, was da rauskommt, ne? Machen wir alles kaputt! Und nehmen noch andere Leute mit in den Tod, die nichts dafür können. Könnte ich ausrasten bei sowas? Hab ich kein Verständnis, ganz ehrlich. Also ich wäre ja dafür für härtere Kontrollen in der Hinsicht. Ja. Dass sie auch bestraft werden. Aber wie ich es ja auch schon mal gehört habe, werden ausländische Fahrer, die geblitzt werden, gar nicht erst belangt. Das ist das Schlimmste dran. Warum? Warum werden ausländische Fahrer nicht belangt und wir müssen da Tausende von Euro zahlen? Ich verstehe es nicht, ja. So viel zum Thema Demokratie oder wir sind eine EU. Hm? Die Grenzen haben sie schon weggemacht, ne? Was ist das Ende vom Lied? Ja. Das Ende vom Lied ist, ja. Ja, hier müssen wir drunter leiden. Ja, irgendwo. Und das ist nicht so das Wahre. Finde ich, ganz ehrlich. Das muss nicht sein. Dass wir Deutschen dann drunter leiden müssen, was die Demokratie verdampft, halt die in der Regierung. Ist ja genau dasselbe, wo ich gesagt habe, wir machen jetzt die Pkw-Maut. Ja. Ihr kriegt dafür Steuererleichterung in der Kfz-Steuer. Ja. Wenn man sich das mal alles durchrechnet, wird das ein E plus minus null werden. Ja. Aber ich denke mal, so eine Erleichterung wird es definitiv nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt so viel, worüber man sich eigentlich aufregen könnte, wo eigentlich die Pulsader einem anschwillen könnte, aber naja. Man kann aber dagegen nichts tun, leider, Freunde. Leider. Schade eigentlich. Wäre eigentlich mal besser, aber so ist das Leben. Ne? Kurz und beschissen wie ein Hühnerleiter. Immer. Meistens. Was ist denn hier los? Elvis für Arme oder was? Haha.
Elvis lebt. Was mit you? Ja, Freunde, dann müssen wir mal ein bisschen nachsteuern hier. Ja. So geht das hier nämlich nicht weiter, ne? Dass du hier einfach machen kannst, was du willst hier. Disco Stew für Arme, ey. Oh! Was ist denn das? Wir haben einen neuen Kollegen gekriegt. Wer bist du? Unheilpilz. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Ja, hinterlässt einen Krater. Und was passiert, wenn er explodiert und einen Krater hinterlässt? Richtig. Wir können nichts Neues pflanzen. Und was passiert, wenn wir nichts Neues pflanzen können? Richtig. Unser Haus ist gefährdet. Ja. Dann kommen die Zombies an und fressen uns. Und unsere Blumen können nichts machen. Na toll, ja. Und die Moral von der Geschichte, diese Pflanze lohnt sich nicht. Und in der Hinsicht machen wir beim nächsten Level gleich weiter. Und zwar dann in der nächsten Folge von Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid froh wieder, dass ihr mich wieder seht. Und ich euch wieder mit meinem sinnlosen Gequatsche nerven kann. Bis dahin. Tschüss.